Auf der Jagd? Es wird über Kampfflugzeuge geredet. Kommen wir jetzt vielleicht zur Jetsteuerung? Obwohl, ich habe gehört von Battlefield 3, dass man nicht direkt selbst ins Jet steuert, zumindest nicht in der Solo-Kampagne. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenne ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Genau, dazu kommen wir jetzt. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist. Okay. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Yippie! Gibt's auch Hasen? Ich mag Hasen. Hasen sind toll. Das war's so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zukneif-Skala. Wow! Dann mal rein in das gute Mädchen. Also, ich meine, das ist Flugzeug. So, und Flugkenner wissen Bescheid. Wir steigen hinten ein. Das heißt, wir fliegen nicht. Wir sind der Bordschütze. So viel habe ich gehört von dieser Mission. Aber das ist auch alles, was ich davon weiß. Schließen des Kabinendachs. Zumachen bitte. Scheibenwischer aktivieren. Okay, weiter im Text. Tipp die Bremsen an und überprüf Klappen und Vorflügel. Du hast den gehört, Hawkins. Klappen und Vorflügel links? Wer soll die Klappe halten? Moment, links. Links. Links ist toll. Links ist das Gegenteil von rechts, habe ich gehört. Steht im Lexikon. Schaut nach. Okay, irgendwas links. Oh, Wolken. Hallo? Entschuldigung, ich bin nicht dieser Musterpilot, der nur eins hat. Ah! Okay, gut. Wie sieht's auf der rechten Seite aus? Oh, wow. Ich kann mein Kopfbein einmal komplett um die ganze Achse drehen. Okay. Kann man mit dem Ding auch Tetris spielen während dem Flug? Zum Glück war das nur ein Test, nicht wahr? Ach. Raketen. Okay. Zwei ist Raketen. Raketensystem verfolgt. Flares checken und bereit halten. Und Gegenmaßnahmen. Okay, Waffen und Gegenmaßnahmen sind einsatzbereit. Alle Ruder okay, alle Lampen okay. Da hinten auch alles okay.
Okay, alles okay. Ist okay sagen, es ist alles okay. Abheben, bitte. Phew. Das ist ein hammergeiles Feeling, muss ich sagen. Guck mal, da hat Hai auf seinem Helm. Ich hoffe mal bestimmt auch. Täuschkörper, mein Freund. Gut. Bis jetzt kann ich doch keine Waffen auswählen. Hinter uns, ich beobachte. Scheiße, der schießt. Mit Geschütz. Fuck, der fliegt echt nicht schlecht, der Junge. Okay, scheiß drauf. Missiles. Maßnahmen. Jetzt. Aha. Alles klar. Achso, hinter ihm. Keine Gegenmaßnahmen? Kein Problem. Ah, Gegenmaßnahmen verdammt. Aber ich frage mich, woher der Iran noch so gut Kampfjets in der Luft haben kann. Oh oh.
USA hat in dem Gebiet doch so mega die Lufthoheit. Oh, da ist ja jemand. Jetzt. Na, Rakete 2. Sehr schön. Halt doch ruhig. Hey, Treffer. Radarwarnung. Oh oh. Och nö. Oh oh.